runter wird es wahrscheinlich. Könnte natürlich was sein, ne? Aber es sieht nicht so aus, als ob ich da sterben würde. Das war doch nicht so tief. War das jetzt wegen dem Wasser? Also das ist ein bisschen seltsam. Na gut. Dann gehen wir da halt nicht hin. Ich höre schon wieder irgendwas fliegen. Und da schon wieder springen. Na schön. Ah ne, erstmal drüber. Ah, da unten ist schon wieder irgendwas. Ja, natürlich ein Kampf. Ugh. Das sind wieder so unsichtbare. Aber da muss ich halt nur darauf achten, dass wir hier im Licht, glaube ich, stehen, ne? Na, komm zu mir, komm. Schön ins Licht, genau. Aua. Ja, schön. So viel zum Thema Licht. Nee. Nee, ich will deine Augen nicht. Warte mal, das ist dann Sensendot, ne? Nutze ich das doch, solange die hier betäubt sind, um möglichst viel Schaden zu machen. Ach, da ist auch noch so ein großer. Na, hervorragend. Jetzt das Licht aus. Wieder. Ah, jetzt ist das Aua-Licht an. Nein. Geht das immer an und aus? Dann muss ich theoretisch immer abwarten, bis das Aua... Nein! Bis das gerade da ist. Oh, jetzt ist es mal wieder... Warte mal. Ich will mal wieder eine Bombe einsetzen. Ja, sollte natürlich auch selber raus. Aber dann sind schon mal recht viele von denen jetzt weg. Nein! Wackelnde Wunde. Wackelnde Wunde, ja. Den von der Wand weggeholt. Jetzt mal bitte hier Licht. Dann müssen wir erst wieder die Kleinen hier alle weghauen. Aua! Das Ende, endlich! Verwüstung, Verwüstung, Verwüstung! Ist ja schon wieder an der Wand. Nein! Und ich gehe natürlich immer genau auf die falschen Tasten. Komm! Au, au, au. Aber auf jeden Fall hast du jetzt hier deine Minions nicht mehr. Spucken! Ja, spuck du ruhig mal. Ausgespuckt, würde ich sagen, ne? Liebe, überall. Der Bezirk ist voll davon. Es musste so kommen. Glücklicherweise. Alles schaut auf sie, während du dich in die Memorize-Zentrale schleichst. Mhm, klar. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob dieser Edge wirklich nur der Gute ist. Warum? Warum hast du uns das angetan? Vergisst mich. Ja, die sind alle nicht so wirklich happy mit dem, was wir gemacht haben. Jetzt hier nochmal hoch. War noch was Gelbes. Muss ich da hoch? Fragen wir mal so rum. Scheint nicht unbedingt. Na, spring doch mal drüber, Mädchen. Hier ist wieder was versteckt. An einem Rand von hell zu dunkel. Ging es hier nicht auch noch irgendwo lang? Habe ich doch eben hier was gesehen.
Schauen wir mal, was da oben uns erwartet. Vielleicht ist ja hier das extra versteckt. Ach, guck mal, da unten. Kann ich mich da jetzt einfach fallen lassen? Oh, ja, vielleicht doch nicht so, ne? Ich würde aber gerne das schonrollen. Ich meine, dann habe ich wahrscheinlich nur falsch geguckt und es hätte eine bessere Lösung gegeben. Kann man vielleicht irgendwo... Ach, hier wahrscheinlich drüber... Ja. Nein! So, dann einfach hier fallen lassen. Und ein Setpatch. Auch wieder das erste von 5. Also da brauchen wir noch ein bisschen, bis uns das wieder was bringt. Wieder bis zum Kabel. Oder bis zur Leiter. Man konnte die, glaube ich, schneller runterrutschen. Hatte ich am Anfang mal gelernt, aber das habe ich wieder vergessen. Und sehr schön, eine Drohne. Wie fliegt die denn? Die fliegt da ein Stück lang und dann nach links. Und wir wollen nicht da hinten lang. Sprich, theoretisch. Ich hoffe, das Licht da ist nicht schlimm. Aber hier sind wir schon mal durch. Tür ist auch zu. Okay, hallo. Elite Enforcer, wenn ich ihn treffe, nehme ich selbst Schaden. Natürlich. Also jeder muss sich komplett auf den Heilungsdingern, glaube ich, bleiben, ne? Aua. Das heißt, aua, zum Glück nicht. Aber, sehe ich kaum, wann der angreifen will. Ich nehme aber ganz heftig Schaden hier. Aber jede Menge. Hallo, ich war auch komplett auf Heilung und habe trotzdem viel verloren. Guten Tag. Verkaufen Sie irgendwelche netten Getränke? Ach, ein Erinnerungsdingswurms. Die Geschichte von Neo Paris. Tagebuch. Das müsste dann hier sein. Die Geschichte von Neo Paris. Ja, ich habe viele verpasst zwischendurch und hier steht dann was über die Klimaflucht. Finde ich auch sehr nett, so wie bei Wikipedia, so oben so ein Hinweis. Dieser Beitrag wurde von der Mehrheit der Zuschauer als parteiisch empfunden. Gut, so viel nach unten geht es jetzt allerdings nicht. Eingesammelt haben wir es. Also ich hoffe, dass nicht zu viele von diesen Silbernen kommen. Weil das war nicht so ganz... sah nicht so gesund aus. Naja, lass doch mal die Tür bitte auf. Ich will mich doch erstmal umschauen. Ich habe halt immer Sorge, dass da irgendwelche... Na, da ist eine Drohne, okay. Die kommt allerdings nicht hier lang. Da könnten wir wohl... Ah, warte mal. Ha! Eingesperrt. Noch eine. Ah, warte. Alter, ist noch so eine Kammer. Warte mal. So. Ich hoffe, du flogst nicht hier rein. Nee. Oh, sie würde allerdings hier reinfliegen. Ich will jetzt allerdings erstmal dich aussperren. Dann mal schauen. Ah, ich glaube, ich... Kann ich das Ding wieder von außen zumachen? Ich werde mal gucken, ob die andere vielleicht dann hier reinfliegt, die hintere. Dass also quasi beide Jalousien
Achso, nee, die andere muss ich natürlich jetzt auch erst wieder aufmachen. Das ist ja jetzt mal fast ein bisschen Rätselspiel-mäßig. So, du bleibst da drin. Fliegst du auch da rein? Ja, dann schnell einfach vorbei. Ah, danke. Heilung kann ich diesmal echt brauchen. Vielen Dank. Dann geht's wohl hier lang. Edge, ich bin vor der Memorize-Zentrale. Die unteren Etagen sind überflutet. Und wie komme ich rein, Superhirn? Habe ich jemals versagt? Es gibt einen VIP-Zugang auf dem Dach des Gebäudes. Ich habe an alles gedacht. Wie immer. Ja, stehen wir hier im Regen. Wieso ging ich dann wegen Mord in den Knast? Gute Frage. Den Kran können wir drehen. Okay. Hi. Ah, ich habe wahrscheinlich schon eine Idee. Oh, schick, wie wir hier alles bewegen können. Genau, jetzt können wir da dran springen. Also wieder eine super Gelegenheit für mich, nach unten zu fallen. Ausnahmsweise mal nicht. Und ab nach oben. Ja, sieht und schon ich vergesse dich auch schick nicht, aus. Memorize. Hier können wir den Kran jetzt wieder drehen. Na, wie zufällig praktisch. Edge, dein Plan wird nicht aufgehen. Hast du einen Plan B? Ich höre ihren Funk ab. Das Gebäude ist abgesperrt. Finde einen Captain Trace und klau seine Zugangscodes. Vorsicht, Schwester, er ist exzentrisch und sehr gefährlich. Okay, wir müssen los. Wo finde ich ihn? Warte, ich lege eine Aufsperre auf seine Position. Danke. Na komm, Edge. Ich mag die Musik nicht. Oh nee. Hallo, Dylan. Sollen wir spielen? Du ergibst dich, aber ich erschieß dich trotzdem. Edge? Captain Trace. Er hat mich gefunden. Ach Gott, jetzt muss ich hier weglaufen. Einfach weg, 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 weg. Aua. Ui, es ist ja die Frage, sind die Lichtkegel schlecht? Sprich, zum Beispiel, schießt er auf mich, wenn ich da reinlaufe? Okay, ich glaube nicht, dass es das schon war. Siehste? Ja. Schnell runter, schnell runter, runter. Dann kann er nicht mehr rein. Sie läuft zum Haus der Großmutter. Den Korb voller Leckereien. Ja, natürlich. Aber der große, böse, hungrige Wolf. So, jetzt vorbei. Noch nicht hoch, noch nicht hoch. Aber jetzt. Nein.
Na gut. Da habe ich da wahrscheinlich zu lange gewartet. Komme ich da hoch? Vor allem, ist das überhaupt richtig, dass ich hier hoch will? Oh, was hat der große Zähne? Ach, hier, wahrscheinlich mal das Tor zu machen, ganz gern. Und wenn Wölfchen einen Bissen tut. Nee, nach rechts bitte. Aber anscheinend sind jetzt zumindest zwischendurch immer so kleine Momente, wo ich Ruhe habe. Aber halt auch wirklich nur kleine. Ah, gut. Hier ist er nicht mehr. Oh je, Nille. Ja. Wie kleine, stumpfe Zähne du hast. Hilfe! Mein Herz! Boah, ich bin gerade ziemlich gealtert. Ach Gott, je. Überlassen. Danke. Und dich nutze ich dann, um mich hochzuheilen. Oh, halt hin. Ich glaube halt, ich kann einfach draufhauen. Gute Nacht. Da ist eine Tür jetzt auf. War hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Gut, es scheint das Einzige zu sein, wo ich hier nur drüber komme. Aua, lass mich doch mal. Immer auf mich schießen. Oh, schneller nach da. Ja. Entschuldigung, ich hoffe, hier drin ist keiner. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. Remember us. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you!